Vor über 10 Jahren wurden in der Schweiz nur noch ca. 80 Hektar Bio-Eiweiß-Raps und Ackerbohnen angebaut. Der Eigenversorgungsgrad in der Fütterung lag gerade mal bei 3%. Das Anbaurisiko war groß und die Preise im Vergleich zu Weizen eher tief. Deshalb wurden große Futtermengen importiert, allen voran Biosoja aus China. Die Bioswiss hatte wegen diesem Import zunehmend ein Glaubwürdigkeitsproblem. Wie wir das gelöst haben, möchte ich in diesem Video erzählen. Bioswiss und Fibel haben im Jahr 2008 eine Arbeitsgruppe Protein ins Leben gerufen. Ziel war es, die Eigenversorgung in der Fütterung stufenweise zu erhöhen und den Import von Soja aus China zu reduzieren. In dieser Arbeitsgruppe waren neben Anbauberatern und Produzenten auch die beiden Futtermühlen Ritz und Lehmann vertreten. Zum einen galt es, die Probleme beim Anbau von Eiweißpflanzen zu lösen. Gleichzeitig musste aber auch der Absatz gesichert werden und die finanzielle Seite attraktiver gemacht werden. Beim Anbau von Körnerleguminosen bestand folgendes Problem. Eiweißerbsen in Reinkultur angebaut begingen häufig vor der Ernte zu lagern. Wir haben vorher, vor der Umstellung, haben wir auch reine Erbskultur gemacht. Die sind auch bis 14 Tage vor dem Döschen wunderbar schön gestanden. Dann hat es ein bisschen geluftet, dann waren sie Topf eben. Und dann hat man die Mühe gehabt zu dröschen. Es hat auch einen Haufen Unkrauter durchgekommen nachher, trotz dem Spritzen. Also jetzt mit der Mischung mit Gästen ist das eine sehr gute Produktion und eine gute Kultur für uns. In der Mischkultur stützt die Gerste die Erbsen und das Gemenge kann mit deutlich weniger Verlust geerntet werden. Der Anbau der Leguminosen so in der Mischkulturversion ist bei uns eine interessante Sache, weil wir müssen alle Dünger zuführen, wir haben keine Tiere auf dem Betrieb und das sind Kulturen, die wir nicht düngen, die Leguminosen. Das ist auch vom Ertragswert her sicher eine interessante Kultur. On a différentes raisons pourquoi on met des pois à orge. Une des raisons, c'est également de produire de la protéine indigène. On sait qu'on manque grandement en Suisse de protéines qu'on doit importer en partie de pays très lointains, au détriment de ceux-ci aussi. Et je trouve dommageable de ne pas produire en Suisse une matière première que l'on a possibilité de produire. Die Idee zum Anbau von Mischkulturen für Körner kam aus Frankreich über die Westschweiz zu uns in die Deutschschweiz. Maurice Claire, mein inzwischen pensionierter Beraterkollege, hatte damals in der Westschweiz erste Versuche angelegt. Nos grands-parents cultivaient déjà des cultures associées et déjà à cette époque-là, deux associations qui fonctionnaient très bien étaient le pois protéagineux et l'orge d'une part, la févrole et l'avoine d'autre part. Donc nous sommes repartis sur ces associations-là pour les développer, les adapter à la situation actuelle. Der Mischanbau von Leguminosen und Getreide war auch bei uns schon bekannt. Diese wurden aber immer in der Teigreife siliert und nicht als reife Körner geerntet. In den Versuchen haben wir zusammen mit den Landwirten geeignete Mischungspartner, die Mischungsverhältnisse, Saat- und Erntetechnik und die Pflegemaßnahmen weiterentwickelt. Gerade im Bio, in der Fütterung, haben wir sehr gerne die Körnerleguminosen, sei es Erbsen oder sei es eben noch Ackerbohnen. In Schweinefutter haben wir zum Teil einen Erbsenanteil, das geht über ein Drittel. Und auch grundsätzlich in der Rindviehfütterung sind die Erbsen oder eben auch Ackerbohnen sehr gut geeignet. Ganz zentral war das Engagement der beiden Mühlen Ritz und Lehmann. Sie haben ein Verfahren entwickelt, um die Mischungspartner von Getreide und Körnerleguminosen in der Mühle wieder auftrennen zu können. Außerdem haben sie uns den Absatz garantiert.
Eben für einen Umsteller oder für einen Neueinsteiger, der kann sich bei uns melden. Die ersten Erbsen, das ist immer gesucht, also da können wir immer einsetzen. Bei den Bohnen, Haber, dort ist es auch so, dass der Haber manchmal ein bisschen leicht ist und das je nach Qualität, dass man den halt rausputzen muss. Bei der Preisgestaltung spielte die Fachgruppe Ackerkultur und der Bioswiss eine wichtige Rolle. Der Richtpreis wurde um 10 Franken pro Dezitonnen erhöht. Diesen Förderbeitrag schöpfte die Bioswiss beim importierten Getreide wieder ab und lagerte ihn auf die Körnerleguminosen um. Ein weiterer Erfolgsfaktor war, dass der Bund aufgrund unseres Lobbyings die Direktzahlungsverordnung angepasst hat, sodass heute auch Mischkulturen den vollen körnerleguminosen Beitrag erhalten, vorausgesetzt sie enthalten mindestens 30% Körnerleguminosen. En plus de cela, certains cantons octroient des soutiens cantonaux parce que ces cultures associées sont une contribution importante à l'efficience des ressources et qu'elles contribuent aussi à la beauté du paysage par leurs fleurs et par la diversité qu'elles amènent. Das alles hat sich sehr positiv auf die Entwicklung von Mischkulturen ausgewirkt. Heute werden in der Schweiz ca. 1000 Hektar Eiweißerbsen und Ackerbohnen angebaut und der Eigenversorgungsgrad mit Protein ist von 3% auf 15% angewachsen. Also entscheidend war, dass in dieser Arbeitsgruppe die ganze Wertschöpfungskette inklusive Verband und Politik vertreten waren. Das Beispiel zeigt exemplarisch, es genügt nicht, nur die Anbautechnik zu verbessern. Die Rahmenbedingungen müssen so gestaltet werden, dass die Produzentenpreise fair sind und der Absatz gewährleistet ist.